Mann! Im Namen des Mondes informieren wir euch! Hey Moonies, mein Name ist Sailor Moon German und ich zeige euch, wie ihr über der Videoplattform Nico Nico Duga euch Sailor Moon Crystal anschauen könnt. Als erstes müsst ihr mal die Sprache umändern. Dies könnt ihr ganz einfach tun, indem ihr ganz nach unten scrollt und erstmal das Land und die Sprache ins Englische bzw. ins Amerikanische umändert. Natürlich gibt es neben Nico Nico Duga auch andere Videoplattformen, die Sailor Moon Crystal streamen, wie zum Beispiel Hulu oder Neon Alley oder Crunchyroll. Aber diese Plattformen eignen sich eher für den englischsprachigen Raum, deswegen werden wir von Europa auf Nico Nico Duga verwiesen. Wir erstellen uns jetzt zusammen einen Account. Unter dem Sign-up-Knopf gelangt ihr zu einer weiteren Seite, wo ihr eure E-Mail-Adresse eintippen könnt, mit der ihr euch registrieren möchtet. Eintippen, weiterklicken. Ihr erhaltet dann prompt auch eine E-Mail von Nico Nico Duga zurück, in der ihr einen Bestätigungslink findet. Wir haben ein paar Anfragen von euch bekommen, das vor allem mit dem Browser Chrome, dies dann nicht weiter funktioniert. Wir haben das getestet und ihr habt recht, bei uns funktioniert leider auch nicht. Deswegen kopieren wir uns mal den Link und benutzen einen anderen Browser, wie zum Beispiel Firefox. Wir setzen dann den Link einfach da rein und schließen dann über diesen Browser unsere Registrierung ab. Damit hat es geklappt. Nun müssen wir unsere Daten angeben. Unseren Benutzernamen, Geschlecht, Alter und so weiter. Wichtig hierbei ist, dass man die richtige Location angibt bzw. die richtige Zeitzone. Dies wird euch nachher sehr nützlich sein, wenn ihr dann den Timeshift aktivieren wollt, damit ihr dann zu eurer Zeit seht, okay, wann laufen die jeweiligen Programme richtig. Um ein Gerücht jetzt schon aus aller Welt zu schaffen, Nico Nico ist bei der Registrierung kostenlos. Es gibt sogenannte Premium-Accounts, die kostenpflichtig sind. Dazu kommen wir später, was genau man damit machen kann. Aber die reine Registrierung ist wirklich kostenlos. Und damit reicht es auch, um sich Sailor Moon Crystal anzuschauen. Noch ein weiterer Hinweis an dieser Stelle. Dieses Tutorial wurde am 1. Juli 2014 produziert. Deswegen bezieht sich alles natürlich auf dieses Datum. Was nachher passiert ist oder was noch passieren wird, ist zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht passiert. Deswegen können wir euch nur diese Informationen geben, die es zu diesem Zeitpunkt gab. Aber wir denken nicht, dass sich noch viel weiteres ändern wird über das generelle Verhalten mit dieser Plattform. Nachdem man seine Daten ausgefüllt hat und ein sicheres Passwort ausgewählt hat, einfach auf Weiter klicken. Oh, ein Fehler ist uns unterlaufen. Mit diesem Nutzernamen kommen wir nicht weiter. Deswegen müssen wir uns einen anderen überlegen. Vielleicht ist er zu lang. Mal schauen, was für einen nehmen wir. Dieser Account wird dann übrigens für unsere Übersetzungsarbeiten dienen, denn wir möchten euch Sailor Moon Crystal mit deutschen Untertiteln präsentieren. Wir verfolgen diesen Zweck daher, dass wir wollen, dass Sailor Moon Crystal auch in Deutschland bekannt wird und dass dann auch offizielle Lizenzierungen folgen. Wenn solche Lizenzierungen dann folgen, werden wir natürlich unsere Untertitel vom Netz nehmen. Mal schauen, ob es jetzt geklappt hat. Nochmal das Passwort eintippen, das wir dann benutzen werden. Und ja, es hat geklappt. Nun sieht man alles noch einmal auf einen Blick, die ganzen Daten. Und wenn man damit alles einverstanden ist, einfach unten die AGBs ankreuzen, beziehungsweise zuerst den Chapter richtig eintippen und dann mit dem Knopfdruck geht man auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen ein. Die Registrierung ist damit jetzt komplett. Nun kann der ganze Spaß beginnen. Dann schauen wir uns mal die Oberfläche von Nico Nico Duga an. Was man zu dieser Plattform wissen muss, ist, diese zeichnet sich dadurch aus, dass man sich neben Live-Sendungen auch abgespeicherte Videos anschauen kann.
Wir wechseln mal wieder unseren Browser, damit wir im Chrome-Browser weitermachen können. Wir loggen uns ein mit unseren Daten, die wir vorhin erstellt haben. Natürlich hätten wir auch im Firefox-Browser bleiben können, falls ihr euch jetzt fragt, wieso ich jetzt gewechselt habe. Aber ich bin persönlich ein größerer Fan von Chrome, deswegen mache ich da unsere Arbeiten für dieses Tutorial weiter. Man kann sich auch übrigens mit Facebook einloggen. Also wenn man einen privaten Facebook-Account hat. Aber wir beschäftigen uns nur jetzt mit reinen Nico-Nico-Duga-Accounts. Dadurch, dass wir die Sprache geändert haben, erscheint uns jetzt vieles leichter, da vieles auf Englisch ist. Leider gibt es die Seite nicht auf Deutsch, aber durch Übersetzungstools wie zum Beispiel Google Translate kann man im schlimmsten Fall sich noch die Seite übersetzen lassen. Wir haben jetzt auf ein zufälliges Video geklickt. Naja, ganz zufällig war es nicht. Es war der Sailor Moon Trailer, der rechts zu finden war. Das waren die abgespeicherten Videos. Unten sind ähnliche Videos, die ihr hier seht. Die kann man sich dann auch ansehen. Und das Prinzip dort ist ganz einfach wie auf jeder anderen Videoseite, sei es jetzt YouTube oder MyVideo. Das Video ladet im Moment. Rechts daneben sieht man eine Chatbox. So ähnlich wie bei YouTube-Kommentare kann man da, während man sich das Video anschaut, Nachrichten hinterlassen. Natürlich kann man auch die Qualität etwas ändern, man kann das Bild größer machen, man kann die Anzeigesprache bei den Kommentaren ändern und viele weitere Kleinigkeiten. Wie hier zum Beispiel kann man in einem externen Menü sich noch über die Qualität und den Kommentaren sich Gedanken machen. Daneben sieht man auch das Video, während es ladet. Vielleicht liegt es an meiner Internetleitung, dass es so lange dauert. Vielleicht geht es dann bei euch schneller. Nun hat es endlich geklappt. Falls ihr diesen Text nicht haben wollt, könnt ihr den unten hier abschalten. Ich weiß nicht, vielleicht stehen die Japaner drauf, aber für uns ist es sicherlich nervig. Deswegen stellen wir es mal ab. Zurück auf der Startseite suchen wir mal nach einem zufälligen Video. Suchen wir mal nach Sailor Moon Crystal. Hier sieht man schon die ersten Videos, die einem angezeigt werden, die rund um dieses Thema zu tun haben. Aber was wir uns jetzt genau anschauen werden, sind die Channels bzw. die Kanäle. Und da haben wir den schon, den offiziellen Sailor Moon Crystal Kanal für die Ausländer, sage ich mal. Hier sieht man schon eine kleine Beschreibung, um was es sich alles in der neuen Serie dreht. Des Weiteren gibt es da oben noch 9 weitere Sprachen. Es wird gemunkelt, das wären dann jetzt die endgültigen Untertitelsprachen. Leider ist Deutsch nicht vorhanden, deswegen haben wir gesagt, wir werden für euch Sailor Moon Crystal auf Deutsch übersetzen, solange es noch nicht offiziell auf Deutsch erscheint. Wir schauen uns jetzt was anderes an. Und zwar das Thema Live-Videos. Nico Nico Duga strahlt auch Live-Sendungen aus. In Sachen Sailor Moon gab es das natürlich auch in der Vergangenheit. Hier haben wir zufälligerweise 3 Live-Shows, die im Moment laufen. Schauen wir uns doch mal eine an. Aber da gibt es ein Problem. Es ist kein freier Platz mehr da. Vor allem bei Live-Shows kann das vorkommen, dass die Plätze einfach ausgehen. Der Vorteil von einem Premium-Account ist hier, man kommt rein. Man hat einen extra Bonus, sage ich mal. Aber als normaler User, normaler Zuschauer kann es vorkommen, wenn alle Plätze belegt sind, kommt man nicht rein. Wir schauen uns jetzt aber trotzdem ein anderes Live-Video zum Vergleich an und haben hier eins gefunden, wo noch freie Plätze verfügbar sind und man sich dieses Video anschauen kann.
Hier wird man gefragt, ob man sich den Stream anschauen möchte. Dazu hätten wir den rechten Button klicken sollen oder ob wir zur jeweiligen Community von dieser Serie kommen möchten. Das wäre der linke Button. Wir klicken mal den rechten und schauen uns etwas vom Video an. Auch bei einem Live-Video kann man, wie der Name schon sagt, live mitkommentieren. Was man nicht kann, ist das Video jetzt anhalten oder vorwärts spülen oder zurückspülen, weil es einfach live ist. Aber man kann interagieren, man kann Nachrichten schreiben. Und circa nach 30 Minuten nach der Live-Ausstrahlung wird dann das Video auch als reguläres Video online sein. So wie es dann auch bei Sailor Moon Crystal der Fall sein wird. Das hier ist die japanische Sailor Moon Crystal Kanalseite. Auf dieser findet man schon erste Videos und ganz heiß begehrt sicherlich den Link zur ersten Folge, die dann ab dem 5. Juli um 12 Uhr deutscher Zeit für alle zu sehen sein wird. Schauen wir uns doch mal die erste Folge beziehungsweise das Video zur ersten Folge genauer an. Natürlich ist die noch nicht online, aber die Seite ist schon eingerichtet. Hier sieht man schon, dass die richtige Uhrzeit für uns gegeben ist, weil wir ja schon bei der Registrierung unsere Zeitzone angegeben haben. Deswegen brauchen wir nicht unbedingt diesen Timeshift. Hier sieht man noch eine kleine Beschreibung, leider auf Japanisch, aber wen es interessiert, man kann sich das leicht mit einem Google-Übersetzer oder einer anderen Übersetzungsmaschine übersetzen lassen. Und hier steht es nochmal, dass nach 30 Minuten nach der Ausstrahlung das Video verfügbar sein wird. Sailor Moon Crystal bzw. jede Folge von Sailor Moon Crystal wird nach der Ausstrahlung 2 Wochen lang immer und immer wieder zum Ansehen verfügbar sein, das natürlich kostenlos. Wir wollen uns jetzt aber einen Premium-Account zulegen, damit wir einige Vorteile genießen können. Vorteile sind unter anderem, dass man das Video in HD sehen kann, dass man gleich reinkommt, ohne auf einen freien Platz zu warten bzw. rausgeschmissen zu werden, das kann auch passieren. Wir machen jetzt aber diese Anmeldung über einen anderen Browser, über unseren Firefox-Browser. Dafür kann man auch über der Startseite einfach auf Upgrade klicken. Hier wird es nämlich richtig angezeigt. Ich weiß nicht, was mit Chrome los ist, deswegen versuchen wir es jetzt weiter mit Firefox. Man kann sich auch etwas quer durchlesen, was jetzt die eigentlichen Vorteile von so einem Premium-Account sind. Und wenn ihr jetzt denkt, das kostet so viel ist es nicht. 540 Yen kostet der Spaß im Monat. Das sind nur ein paar Euro, und wenn man bedenkt, man kann 30 Tage lang nonstop Vorteile genießen, ist das echt eine Hammersache. Bezahlen kann man unter anderem mit PayPal, also auch ein Zahlungsmittel, das bei uns gängig ist. Ja, und das machen wir doch mal. Holen wir uns einen Premium-Account, damit wir uns Sailor Moon Crystal von nun an, also gruppenintern, in besser Qualität, ohne langes Warten, ansehen können. Der Vorgang von PayPal ist altbekannt, also diejenigen, die PayPal zum Beispiel bei eBay verwenden, kennen dieses Schema. Einfach einloggen und dann bezahlen klicken und das war's dann schon. So, dann ist alles soweit fertig, dann bezahlen wir das an Nico Nico Duga und schon müssten wir gleich einen Premium-Account haben. Und es hat geklappt. Jetzt sind wir Premium-User. Das erkennt man dann auch unter anderem, dass bei unserem Avatar da oben, wo wir noch kein Bild reingemacht haben, wir einen goldenen Rand jetzt haben. Wir können jetzt 30 Tage lang das Videoprogramm von Nico Nico Duga als Premium-User genießen. Falls wir es uns aber anders überlegen wollen und unseren Premium-Status ablegen möchten, geht das natürlich auch ganz einfach.
Man kann nur mit ein paar Klicks das wieder abbestellen und man muss nicht die monatliche Gebühr zahlen. Wenn man das nicht macht, wird das Geld monatlich immer abgebucht. Hier kann man das dann stornieren. Jederzeit und das kostet dann nichts. Ein weiterer Vorteil von Nico Nico Rugai ist, man kann sich auch Live-Events anschauen, die schon vorbei sind. Natürlich nur innerhalb einer kurzen Nachzeit von wenigen Tagen. Und das schauen wir uns mal jetzt an. Wir schauen uns mal die Vivi Night an. Dafür haben wir nach Vivi Night gesucht und da unten sind die vergangenen Live-Events. Die schauen wir uns mal an. Wir merken aber, wir kommen nicht weit. Es ist eine Ländersperre drin. Dafür gibt es aber auch eine Lösung. Wir wechseln wieder unseren Browser, weil ich auf den Chrome-Browser dieses Add-on installiert habe. Ein sehr praktisches Add-on, mit dem man seine IP-Adresse verschleiern kann. Wir suchen nochmal nach Vivi Night. Scrollen runter. Und jetzt müsste es eigentlich klappen. Es klappt, ich habe einen Zugang zu dieser Seite und das, weil ich den Add-on Hola verwende. Diesen kann man sich leicht downloaden, einfach nach Hola googeln. Add-on gibt es auch für Firefox und auch für Chrome und mit dem kann man sich ganz automatisch eine andere IP-Adresse sichern. Das Programm erkennt von alleine, was für eine man braucht. Und es hat hier erkannt, ich brauche eine japanische. Das war es auch mit unserem Video-Tutorial. Für weitere Fragen könnt ihr uns gerne schreiben. Einfach eine E-Mail an info@sailormoongerman.com oder schreibt uns doch durch unsere Social-Media-Kanäle. Wir hoffen, wir haben euch geholfen und wünschen euch viel Spaß.